Aufnahme gestartet. Wir gehen rein in den Lachs. Twitch Clips Germany Folge 170 und sie heißt Melke mich und ich bin jetzt schon äußerst verstört. Herzlich willkommen zu Twitch Clips Germany. Dieser Kanal ist nicht monetarisiert und erzielt somit keine Einnahmen. Auf Patreon die Videos für ab 2 Euro pro Monat unterstützen. Link in der Videobeschreibung. Vielen Dank. Sieht so aus, als ob die nicht böse sein, eine Pennerin wäre. Da irgendwo liegen würde und sagen würde, ich habe nichts zu essen, ich habe nichts, hilft mir. Was? Ja, guck mal, die liegt da irgendwo auf die Decke. Das kommt als erster Gedanke. Guck dir das an. Wenn die Mama dein Twitch guckt, Alter. Wenn die russische Mama, die sonst nie mit Internet was zu tun hat, plötzlich dein Twitch guckt. Heieiei. Und ich muss jetzt machen, ohne ein Geräusch zu machen. Hä? Hat er schon verloren, oder nicht? Ich kann da nicht atmen, weil es so weh tut. Direkt blauer Fleck, ey. Ja! Wow. Oh, er hat aber stabile Arme, ne? Der hat aber stabile Arme. Der Bonjour. Matteo, Junge, du hast aber stabile Arme. Was machst du denn den ganzen Tag? Oh, wait. Das war eine rhetorische Frage. Krasse Muskulatur, oder? Das ist der rechte Arm. Wir wissen alle, was du machst. Ja, aber hier bringt das nichts mit nach vorne, Roll. Geh zum Speichern. Was? Er hat doch gar nichts gemacht. Was war denn das jetzt? Er hat doch gar nichts gemacht. Was hat er gemacht? Krasse Muskulatur, oder? Ja, aber hier bringt das nichts mit nach vorne, Roll. Nach vorne rollen? Wollte er nach vorne rollen? Geh zum Speichern. Hart getrollt. Sieht man noch, aber ist nicht mehr so schlimm wie vorhin. Es könnte vielleicht noch einen sehr krassen blauen Fleck geben, aber es ist einfach nur ein krasser Schnalzer. So, Moment. Safe. Kneit. Ah. Das ist ein... okay. Die werden alle getrollt. Okay. Boah, ist das mies. Bene, du bist so ein Arschloch. Das ist so mies. Okay, es lässt sich sehr schwer mischen, aber das reicht schon. Wenn es sich sehr schlecht mischen lässt, ist es quasi Mission Impossible. Can I get a fucking hole, yeah? Oh, yeah? Hey, hinter dir, ein dreiköpfiger Affe. Meine Güte! Es gibt eine Regel bei Horrorgames. Es gibt nur eine einzige Regel bei Horrorgames. Lies den verdammten Chat nicht. Einmal eben strullern, dann könnt ihr auch mal einmal ganz... Digga, habt ihr den Quickscope gesehen? Den Kid? Okay. Ist das Rasierschaum oder Sahne? Irgendwann, Leute, bald machen wir das hier. Schritt für Schritt von der Planung zum fertigen Ergebnis. Was ist das denn? Einsatz in 4 Wänden. Uff. Einsatz in 4 Wänden, Tine Hitler, Schritt für Schritt. Hitler, oh scheiße! Tine Hitler. Sorry, war nicht mal mit Absicht. War nicht mit Absicht. Oh je, oh je. Also eigentlich wollte ich hier bleiben, aber... Oh Gott! Ich hab voll gegen meinen scheiß Subwoofer unterm Pedal. Es ist sehr verbuggt, aber solange es irgendwie funktioniert, bin ich sogar noch glücklich darüber. Ich finde Bugs nämlich immer sehr amüsant, Chat. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht. Ey, machen wir bitte eine Compilation da draus?
Das kann doch nicht dein Ernst sein, während wir drüber reden. Ein Marsch in vier Wänden, Alter. Ich bin ein Monstergeist. Ich wollte gerade sagen, das ist doch Jazz bestimmt. hat sie wieder an ihrem, hier an ihrem Chrom, wie heißt das Ding nochmal? Chromfilter? Mann, wie heißt das denn nochmal? Bin ich doof? Chroma Key, dankeschön. Ich hatte es auf der Zunge. Ja? Ich glaube, das längste, was ich am Stück mal gestreamt habe, waren, glaube ich, 19 Stunden. Aber dann war ich auch fertig. Dann war ich wirklich fertig mit der Welt. Hast du schon mal 24 Stunden Stream? Wow, Katha. Wow. Uff. Denkst du, was ich gemacht habe, waren 19 Stunden. Echt krass. Hast du auch schon mal 24 gemacht? Ich glaube, ich mache mir tatsächlich einen Tee. Ich bin gleich wieder da. Ah! Kopfhörer. Mensch! Loot. Ja, ich sammle ein bisschen zu viel Loot, habe ich immer das Gefühl, tatsächlich. Das denke ich auch. Geralt ist einfach eine ehrliche Haut, ne? Der hat doch was dabei. Der hat was dabei. Zieh die mal raus. Ich zeig euch mal meins. Ich sehe nämlich legit aus wie der Kollege von dem Bombenleger. Der Fahrer. Ich sehe aus wie der Fahrer. Ich bin legit der Fahrer. Ich seh legit aus wie der Fahrer. Einfach. Ich sehe aus wie der Fahrer. Oh, oh. Der Fahrer. Jo, ich habe auf meinen Bauch gespritzt. Wow. Okay. Das klebt ja voll. Was heißt denn hier Jugendsünden? Ich brauchte einfach einen neuen Perso und man darf auf den Bildern nicht lachen. Das ist keine Jugendsünde. Oh ja, Moment, das ist eine Jugendsünde. Ich durfte nicht lachen beim Perso-Foto. Mann, jetzt habe ich über diese klebrige Flüssigkeit auf meinen Bauch drauf gespritzt. Alter, das ist ekelhaft. Hör auf damit. Weird. Ich habe kein Tuch. Okay. Was? Ich sehe aus wie James Hetfield. Ja, ist Tatsache, ne? Hat er eben gesagt? Der Olli? Hat er eben gesagt? Ja, wegen dem Bart, ne? Der Bart ist einfach, der ist einfach Legende. Dieser Backenbart ist einfach Legende. Kaffeemannschkin, hi, schönen guten Abend. Ja, wie cool. Eine Tafel und ein unvollständiges Foto, was? Hä, was ist los? Hä, was war denn jetzt los mit ihm? Was? Okay. Der ist aber schreckhaft, der Kollege. Das ist deine? Ja. Hast du Leute hinten drin, oder? Nee, der wollte ich nicht sehen. Hast du Leute hinten drin? Ich dachte gerade, ich sterbe. Ich habe die Lücke nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, ob ich mit... Die nimmt man normalerweise für Pferde, hör mal schon. Tut so weh. Nicht? Oh! Entschuldigung, Alter. Doch. Was? War episch. Der hat jetzt, echt, der hat jetzt echt die Bürste. Tut so weh. Nicht? Oh! Hat er jetzt echt jemanden getroffen oder war das ein Alert oder so? Der hat echt jemanden getroffen damit, ne? Oh! Entschuldigung, Alter. Doch. War episch. Ja, Witcher, ne? Findest Wege, Spuren, viel Getier, doch nur mit mir, dem Jäger hier. Erst wenn du lerntest viele Stunden, kannst du den Wald allein erkunden. Na, 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 immer geil. Wobei es bei uns hier in der Ecke auch Chinesen gibt, die kannst du nicht essen, so oft. Chinesen kannst du auch nicht essen, nein, die sind auch nicht zum Essen gedacht. Wow! Alter!
die Erlaubnis erteilt, so fucking gut auszusehen. Entschuldigung. 115 Gramm Mascarpone. Du. Lecker. If I catch a bigger fish than you, you have to eat it. Raw. Monkey Island 2. Roh? Roh? Woher kommt die zweite Pfeife? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist mir auch nicht aufgefallen. Monkey Island ist einfach mega. Woher kommt die zweite Pfeife? Ey, die ist mir eben auch echt nicht aufgefallen. Der hat eine in der Hand und eine im Mund. If I catch a bigger fish than you, you have to eat it. Raw. Roh? Roh? Woher kommt die zweite Pfeife? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Geil. Sehr geil. Jetzt hab ich auch gesehen, wie er gefallen ist. Das wird nix. Nein! 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 Guckt euch das an! Quasi wie in echt. Every night in my dreams I see you, I feel you. Sails as I know you. Go on. Near, far, wherever you are. Ey, lass meine Leiche drüber. Die schnitzelt meine Leiche kaputt. Ja, wir brauchen Leder. Jetzt habt ihr Menschenfleisch. Stan, guck ja. mal, was ich hier habe. Das Bein her. Ja, sie hat mein Bein. Was? Sie hat mein Bein. Geh weg. Oh. Ich hab den Filmbord offen. Er spielt wirklich mit der Nase. Ich sehe es auch gerade im Stream. Das ist ein bisschen eklig. Ich kann es trotzdem nicht glauben. Es ist unglaublich. Ist eure Entscheidung, betet mich an, kniet nieder. Es ist eure freie Entscheidung, ob ihr mich anbeten wollt nicht. Ihr könnt es entweder tun oder ihr werdet halt hingerichtet. Aber es ist eure Entscheidung. Ach na dann. Nehmt das, ich hole es mir später wieder. Ich zahle gut, verliert es nicht. Zeit, LOL. Wenn ihr mich bestehlt oder betrügt, tötet euch. Das meine ich ernst. Tauschen Bayern einfach weg. Dann kommt dann Österreich. Österreich gibt der Schweiz etwas, die Schweiz Frankreich und wir bekommen das Elsass. Also haben die dann für einen Dialekt? Sprechen die nicht Französisch? Mittlerweile? Ich weiß es gar nicht. Ich habe in Geometrie nicht so aufgepasst. In Geometrie? Meint die das jetzt ernst? Also wenn die das jetzt aus Spaß meinte, dann war das wirklich ein guter. Ich habe in Geometrie nicht aufgepasst. LOL. Oh, wir können auch werfen. Das könnte vielleicht ganz... Alter. Das ist insane. Jetzt hat er meine Waffe aufgenommen. Upsi. What the fuck? Das kann nicht sein Ernst sein. Oh mein Gott, Ich kann echt nicht so viel kotzen, wie ich fressen kann. Nee, warte. Ich kann nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte. Ach, ihr wisst, das ist zum Kotzen. Amateur. Was möchtest Martier, du? Ja. Mama, ich bin deine Tochter. Das hier ist ja hier ekelhaft. Stimmt, ich hab dir heute noch kein... Keinen Kuss gegeben. Ist da was? Wo denn? Ja. Nein! Warte, ist Blasebalg, ist es ein... Was ist ein...
Ja. Blasebalg, ist es ein Kind, das Flöte spielt? Was ist ein Blasebalg? Oh ja, scheiß Grüne getroffen. Moin, Tosch. Alles gut. Oh, es kann doch nicht sein. No, ich schaffe es immer, mich mit der Grünen abzuschießen. Ich schaffe es immer, mich selbst damit abzuschießen. Diese scheiß Grünen, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Ja, ist doch super, aber das ist echt nervig, Kai. Das ist nicht nervig. Das ist der erste Tag und alle wollen halt so ein bisschen ihre Kanalpunkte ausgeben. Du musst doch ein bisschen nach vorne blicken, Sophia. Sophia, Isabel, du musst ein bisschen in die Zukunft schauen. Überleg doch mal, heute ist der erste Tag, wo man das einlösen kann. Natürlich wird da halt die ganze Zeit aber überleg doch mal, in 2, 3, 4 Tagen ist das zum Status Quo geworden. Es ist normal. Es ist so laut. Ist das nicht schon Toss? Oh mein Gott! Ich kotze! Ja, lecker. Okay, und Laura? Rapunzel ist großartig, oder? What? What the fuck? Warte mal, warte mal. Was? 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 Was ist denn da los? Leute, was? Ich bin sprachlos. Ich bin sprachlos. Dann rastet halt aus. Ey, ist wirklich so. Ist wirklich so. Ey. Alter. Künstler, wenn man ihnen 35 Minuten gibt. Ey, ohne Scheiß, ne? Was soll das denn? So würde es in meinem Kopf aussehen, aber auf einem Blatt Papier oder auf so einem Ding. Wahrscheinlich das obere, wenn überhaupt. Mein Gott. Fotos einreichen? Boah. Realistisch was? AF einfach. Dürfen wir Fotos einreichen, oder? Das sieht aus wie ein Foto, ne? Das ist krass. Alexa, spiele Helene Fischer. Das ist Helene Fischer. Nein, nicht bei mir! Okay, Google, spiel Helene Fischer atemlos. In Ordnung. Welche App? Oh nein, ich hab ja... Ich hab vergessen, dass ich Google hab und nicht Alexa. Warum? Ja, echt mal, warum denn? Ja, warum? Adi, warum denn? Adi, warum? Ja. Aber warum denn, Adi? Katja, warum? Oh, ein Häschen. Hallo, Häschen. Ui. Das war das. Ui. Oh nein! Einfach jede Reaction. Immer. Ach, wieder ein AFK-Gewinner. Er ist noch nicht da gewesen. Er soll einfach nochmal klingeln, ist mir egal. Please. Okay. Alter, what? Ich ultra angenehm. Funktioniert immer. Jetzt haben wir's. Oha. Ich hab gerade gedacht, lol, Alter, das gibt's doch nicht. Ich bin froh, einen Menschen zu sehen. Was denn? Ganz kurz Pause. Dann saß ich so auf meinem Bein, wie man das manchmal macht, und denk mir so, was ist das denn, was ist das denn? Und ich stelle fest... Hä, was ist das denn? Ich hab noch so eine fucking Sicherung an meiner Hose. Ja gut, das... lol, Alter. Nein, die löst ja aus, wenn du das ab... Ist das eigentlich taktisch klug? Also fängt Milch weniger an überzulaufen in dem Moment, wenn man sie dann so überkocht, wenn man sie anschreit? Hat Milch da so eine, also hat ein Kreideschrei da eine Mann-Stoppwirkung oder Milch-Stoppwirkung? Nee, ich glaube nicht so. Oder ist das rein hobbytechnisch? Als Kampfschrei? Dass ihr auf Miramagis sind, oh Gott. Hat er immer noch dran und lässt sie dran?
Ja, wenn du sie abfummelst, dann ja, geht's halt auf und dann ist die Hose versaut, ne? Eine feine Katze stellt die wichtigen und richtigen Fragen. So sieht's aus. Oh, kann man irgendwo reinfahren? Ich fühle es nicht so. Da. Was war das denn jetzt? Ey, ihr wisst schon, wäre ich nur ein paar Zentimeter weiter von, also bei euch gewesen, wir wären alle dead gewesen. Also alle. Macht sie da Katzen ASMR? Nein, das ist nur toss, wenn man es sieht. Vielleicht habe ich heute einen Donut aus der Froste geholt und den in die Mikrowelle gelegt und den vergessen. Und der riecht immer noch total verbrannt. Oh. Er ist halt einfach ein Klotz. Ja, ADHS-Gehirn. Okay. TV. Lil. Lilonim? Scheiße, das ist falsch. Ich bin im Schlafzimmer. Scheiße, das ist auch falsch. Da habe ich noch gefragt, wo bist du? Warum rede ich immer, weiß bevor ich denke? Ja, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Mein eigenes Logo aussehen. Das war auf ihrem... Hä? Nein, was hab ich? Das war auf ihrem Minecraft-Server. Das war oh mein fucking Gott! Oh mein Gott! Was? Oh mein Gott! Was? Wir sind von der riesigen Spinne! Das sieht man im Schwimmschwott! Oh mein Gott, die ist riesengroß! Was denn? Oh mein Gott, ich hab gedacht, der trollt! Oh mein Gott, guck dir das an! Oh Gott! Oh mein Gott, was? Oh mein Gott, das ist das Größte, was ich je gesehen habe. Was? Da! Da! Was ist oh mein da? Gott, das ist ein Frosch. Oh Gott! Aber stopp das doch mal. Das ist, oh mein, oh nein, Luna, völlig aufgelöst, die Arme, das tut mir gerade voll leid. Aber das, Luna, das ist ein Frosch, aber das weiß sie sicherlich jetzt mittlerweile. Oh nein. Aber sie schläft da und der Frosch klettert auf sie drauf oder so? Lass das doch mal gucken, das ist ein Frosch. Ja, das ist ein Frosch. Oh Gott, ich schicke dir den Link. Oh mein Gott, das ist hoffentlich keine Spinne. Aber wenn das eine Spinne ist, ich ziehe aus hier. Ich muss hier ausziehen, ich muss das Haus anzünden. Ich kann das nicht. Das mit dem Anzünden fühle ich. Oh Luna, ich fühle das so sehr. Ich bin auch so ein Arachnophobiker vom Herrn, aber... Ah, das tut mir so leid. Man möchte sie am liebsten sofort drücken, ne? Alter. Oh, Luna, ey. Nee, das ist auf jeden Fall ein Frosch. Verstehe ich nicht. Ach, du hast ja genauso wie Mimi all mögliches Viehzeugs da. Ah, Mann, ey, geht mir weg mit euren Spinnen. Man kann es auch übertreiben. Ach, Happy. Nein, kann man nicht. Wenn du vor Spinnen richtig Angst hast, also wirklich große Angst, dann ist das nicht übertrieben. Ich krieg sogar eine zweite. Ach, geht weg. Geht weg. Das Einzige, was ich an Spinnen toleriere, sind diese kleinen Jagdspinnen, die so springen. Diese Springspinnen. Die so jagen. Die sehen süß aus. Aber alles andere, geh mir weg. Ja. Okay. Vater! Ich hab eine bei mir am Auto, die hat an meinem Außenspiegel links, auf der Fahrerseite, die hat am Außenspiegel, hat die so ein Netz gebastelt, ne? So. Und dann fahre ich eben los zum Einkaufen und da hat die da, ich habe die nicht gesehen, ne? Und das ist auch so ein Ding. Es ist so ein Ding mit einem Kreuz auf der, das ist eine Kreuzspinne. Und, Alter, boah, das ist auch so richtig fett. So, und dann bin ich losgefahren und dann hat die ganze Zeit in dem Netz geschlackert. Und, da habe ich mir gedacht so, ja, und jetzt fliegt mit dem ganzen Netz weg. Ey, diese verdammten Viecher, die bauen diese scheiß Netze aber auch sowas von stabil. Und dann ist sie dann an einem Faden, das ist ja, glaube ich, dieser Home-Faden oder wie dieser, ne, das ist so ein Faden, der geht dann in ihr Nest. Vielleicht ist es auch Nestfaden oder wie auch immer das Ding heißt. Es ist so ein dicker Faden, der geht dann so direkt in ihr Nest. Und wo hat sie das Nest? Natürlich hinter dem Spiegel, so hinter dieser Abdeckung.
ja, wo die dann vor dem Fahrtwind geschützt ist. So, und da ist sie dann ganz schnell, so, als ich ein bisschen langsamer gefahren bin, weil ich abbiegen musste, ist sie dann ganz schnell so an dem Faden, so blablabla, hinter den Spiegel. Und ich so, boah, bleib bloß dahinter. Und ich wollte das Fenster eigentlich aufmachen. Und ich, nee, das Fenster lässt du zu. Da machst du lieber das Dachfenster auf, ne? Habe ich das Dachfenster aufgemacht. Ah. Ob ich mir eine Phidippus Regius, heißen die so? Heißen diese Jagdspinnen so? Oder meinst du jetzt diese Regenbogenspinne? Ah. Es gibt Länder, da werden die gegessen. Das will ich gar nicht wissen. Aber ich will gar nicht wissen. Ah. Eure Majestät, euer Sohn und meine Tochter haben soeben beschlossen, dass sie füreinander bestimmt sind und zu heiraten gedenken. Meinen Segen werden sie von stürzt sich direkt in den Freitod hier. Okay. Oh nein, ist doch ihre Schwester, oder? Klingt so ein bisschen wie ein notgeiles Rind oder so. Irgendwie macht mich das an. Boah, hört auf. Hört auf, ihr Ferkel. Ah, ist die RL Lucas des Spider. Ach so, genau, diese Jagdspinnen. Ja, die sind wirklich süß. Die finde ich cool. Ich habe eine Rotknievogelspinne, mexikanische Spinne. Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu Wie schminke ich mich schlank? Kein Bodyshaming oder so, ihr seid alle wunderschön, so wie ihr seid. Aber manchmal denkt man sich ja, oh, ich wäre vielleicht doch noch vielleicht so ein Kilo leichter. Seht ihr? Der Arm wird einfach dünner. Cool. War gut? Wo krieg ich denn diese Schminke? Ihr zürnt mich keineswegs und auch ich bin sehr oft unter den bäuerlichen Gebieten, wenn ich so sagen darf. Oh, ich wäre auch gerne oft unter euch. Ich mag die Menschen. Bitte? Nun, der Abend ist ja noch jung, nicht wahr? Mein Zauberstab hängt im Wasserhahn fest! Warte! Man kann doch Tomatensoße nicht unbeaufsichtigt lassen! Sabrina, was ist denn los bei dir? Alter! Erstmal Wand anschreien, Eskalation. Ja, echt, ne? Aber schönes Muster, ne? Aber die hat auch Vertrauen in ihre Fähigkeiten, ne, die liebe Sabrina. Lässt hier so das ganze Plastikzeug hier direkt auf dem Herd stehen? Was ist, wenn sie die falsche Platte angemacht hätte? Du warst nicht wach zu kriegen. Die ganze Taverne hat geschrien. Sehr. Ach komm, sag mal ruhig da vorne! Ein ganze Dorf hört mit, oder was? Schreib mal nicht so! Hey! Was soll ihr denn jetzt da hinten? Ja, Clowns! Wollt ihr mich anhängen? Mein Herz ist gebrochen! Aber irgendwie habe ich echt Drama hier mit meinen Lichtverhältnissen bei Tag. Bei Nacht ist das richtig cool. Aber bei Tag. Ja. Die haben einen ganz beschissenen Schwerpunkt, diese Stühle. Die haben einen ganz beschissenen Schwerpunkt. Ja. Wenn du dich da zu weit nach vorne, dann passiert genau das. Zeig dich mal. Ja, zeug dich mal. Du zeug. Alter, du dumme Sau. Be the good girl you always have to be. Constellations are here. Well, now they know. Well, now they know. Let it go. Let it go. Can't hold it back anymore. Die Lampe da hinten im Hintergrund, ne? Die ist ja geil. Ist das überhaupt eine Lampe? Ist das ein riesengroßer Fernseher? Was ist das? Was ist das? Das sieht aus wie eine. Eigentlich sieht das aus wie ein Fernseher, aber das ist kein Fernseher, oder? Can't hold it back anymore.
oder ein Fernseher, der in diese Grafik eingebunden ist, irgendwie perfekt. Hallo Masutex. Achtung, Achtung, dies ist kein Test. Bitte schließen Sie nicht das Fenster. Bitte verlassen Sie nicht den Screen. Angeleuchtete Tapete, okay, das geht natürlich auch. Ein Zuschauer hat es auf uns abgesehen. In Kürze wird eine gewaltige Subbombe einschlagen. Bitte eskalieren Sie komplett! 80 Subs! Mit der Toilette, ja? Twitch Clips Germany! Abonniert Twitch Clips Germany! Ja. Was deckt Daniels?